Hallo und gesehen zurück zu Sid Meier's Pirates. Wir jagen gerade ein Schatzschiff, wieder mal bei ungünstigen Windverhältnissen. Und Florida Keys gehört nicht mehr, oder gehört jetzt neuerdings den Spaniern. Das passt uns eigentlich auch nicht. Na komm. Also egal wie ich mich drehe, der Wind ist immer sozusagen gegen mich. Ja, Schatzschiffjagd. Plus haben wir dann auch irgendwo tatsächlich einen vergrabenen Schatz. Da müssen wir noch das Schädelkap finden. Da ist es eh schon. Sehr gut. Dann knöpfen wir uns aber vorher die Schatzgaleone oder das Schatzschiff hier vor. Müssen wir nur in eine halbwegs günstige Position kommen. Und dann müssen wir fast irgendeine Stadt mal wieder zurückerobern. So, mit Begleitschiff, aber das sollte schon hinhauen. Mal da ordentlich durchmanövrieren. So, Nummer 1. Nehmen wir uns dicht vor. Ja, dann werden wir, glaube ich, La Habana nicht mehr ansegeln können. Nachdem wir jetzt schon das zweite Schatzschiff da... Ja, falsch ausgestellt. Nachdem wir schon das zweite Schatzschiff geplündert haben. Da ist ja mehr Arbeit wie gedacht. Ich verteidige mich auch immer falsch. Jetzt aber. Und ab. 6000. Das ist super lukrativ. Und ich würde sagen, das Begleitschiff, das lassen wir direkt in Ruhe. Ja, jetzt geht es ja ordentlich ab. Super. So, Schädelkap, da legen wir an. Hier an diesem Eck, dann sollte man direkt den Inka-Tempel finden. Falls wir das Schädelkap nochmal finden. Da ist es, okay. Auch mal schauen. Hier ist so ein kleines Eck. Ja, schwer zu sagen. Legen wir einfach an. Und schauen wir, ob wir da was finden. Aha. Da können wir nicht anlegen, weil wir da nicht an Land gehen können. Wie schaut es hier aus? Manchmal weigert es sich wirklich anzulegen. Können wir hier rüber? Ja, hier können wir rüber. Na, hier können wir auch nicht rüber. Dann müssen wir ein bisschen weiter westlich wohl ran. Dann legen wir hier an. Falls er irgendwie anlegen will. Jetzt sind wir da reingesegelt. Na komm. Jetzt aber, okay. Da sind wir direkt bei so einem Bogen. Der hilft uns nichts. Dann werden wir, glaube ich, mal... Theoretisch können wir direkt nach Süden laufen, aber ich glaube, ich gehe mal den Strand entlang. Bis wir irgendwas finden, was uns eher hilft. Da vorne zum Beispiel die Ruinen. Das in dem Fall eventuell auch noch nicht drauf ist. Okay. Oder haben wir Ruinen auf der Karte? Nein. Da ist bereits eine Stadt, oder wie? Eine Piratenenklave sind wir da. Okay, können wir mal mit dem Kapitän reden.
Sollen wir ihn irgendwo hinschicken? Ist die Frage. Wäre natürlich interessant, wenn wir ihn dann direkt wieder ausrauben könnten. Aber ich würde mal sagen, das lass mal. Ein paar Besatzungsmitglieder mitnehmen, das ja. So, jetzt kaufen wir es, glaube ich. 4500 ist relativ günstig, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Steedbonnet segelt auf der Piratenbrigantin Revenge mit. Okay, das ist ja unser nächstes Piratenziel sozusagen. Ja, nicht schlecht. 46 für die Tonne Luxusartikel. So, allerdings ist das nicht unbedingt das, wo wir hin wollten. Sind wir jetzt schon zu weit gelaufen? Kann sein. Oder schauen wir mal auf die Landkarte. Also wir sind jetzt hier. Ich glaube, Moment, wo wollten wir versuchen anzulegen? Naja, kann ich leider nicht reinzoomen. Springen wir nochmal zurück. Starten wir nochmal einen neuen Anlauf. Okay, also die Piratenenklave ist schon irgendwo da unten. Ja gut, das ist aber viel zu weit. Alles klar. Okay, also versuchen wir. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal direkt hier anzulegen beim Schädelkap. Vielleicht schaffen wir es ja. Abgesehen davon, dass es knirscht und kracht, sollten wir jetzt direkt hier sein. Und da müsste etwas südlich der Inka-Tempel liegen. Ah, das war der Inka-Tempel. Da sind wir vorher vorbeigelaufen. Ich suche nach Ruinen. Okay. So viel dazu. Und nochmal, ja, jetzt entweder nach Süden oder nach Südwesten laufen. Wir können ja nach Süden laufen zum nächsten Orientierungspunkt. Der ist eh da vorne schon. Hier dieser Kickdown falsch. Der Bogen. Das müsste das hier sein. Guys, hier höre ich auch schon irgendwie. Und dann nach Westen, oder? Da müsste irgendwo eine verlassene Hütte sein. Ah, da ist eh schon der Schatz. Sehr gut. Mein Schatz von Blackbeard auch gefunden. Super. Sollte die Besatzung hoffentlich ein bisschen glücklicher machen. ...9000, das ist ordentlich. Huch. Vor lauter gewöhnt die ganze Zeit die schöne Animation da abgebrochen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie machen wir unsere Leute wieder glücklich? Die Piraten greifen Florida Keys an. Die Frage ist, ob wir das direkt zurückerobern könnten. Wie ist denn da der Status? 40 Soldaten. Wäre eh wieder mal Zeit, dass wir ein bisschen kämpfen. Versuchen wir das. Warum nicht? So, bin ich nochmal angesegelt? Wollte ich nicht. So. Gegen 20 Soldaten. Als eure Männer die Welle erstürmen, versperrt euch der Hauptmann der Wache den Weg. Gut, jetzt haben die Piraten zwar schon die ganze Zeit geplündert, heißt rein vom Plündern her werden wir da nichts mehr bekommen, aber eben meine Hoffnung, dass wir hier vielleicht einen neuen Gouverneur einsetzen können. Nicht angenehm. Ja, 300 Goldstücke. Jawohl. Wen setzt man ein? Natürlich einen holländischen Bürger. Sehr schön. Haben wir das zurückerobert, das ihn hoffentlich freuen wird. Wobei wir hätten natürlich auch für die Franzosen
mal was machen können oder für Engländer, um da auch ein bisschen weiter vorzukommen. Aber das passt schon so. Oh, der große Abendball mit der unscheinbaren Tochter. Sehr, sehr gerne. So, dann können wir da gleich noch unser Schiff reparieren lassen und dann würde ich sagen, jage mir dem nächsten Piraten hinterher. Ja, jetzt war es ein bisschen schleppend, die letzten Folgen. Jetzt passiert wieder so viel. Super Sache. Und neue Kartenstücke können wir eventuell auch wieder sammeln. Ja gut, dass wir den Schatz wirklich noch gesucht haben. Da sind wir echt festgehangen. Also sogar Informationen zu Piraten wurden uns ja verweigert. Bin ich froh, dass das erledigt ist, weil wir wollen natürlich die Nummer 1 werden in der Karibik, keine Frage. Und dem Blackbeard haben wir immerhin schon den Schatz abgenommen, das ist auch schon was wert. Ah, sie lacht mal. Gutes Zeichen. Aber sie hat, ich will es nicht verschreien, auch relativ einfache Schritte drauf. Beziehungsweise welche, die ich kenne. Ja, ihr gefällt's. Freut mich. Und geschafft. So, Küsschen auf die Hand, ne? Sogar ein bisschen mehr. Uiuiui. Überschwänglich. Wir sind ein charmanter Schurke. Und welche Informationen interessieren uns? Der Herr Connery ist wieder mal unterwegs. Wegen Spionage gesucht. So, ich glaube, Handel wird hier nicht viel gehen. Wobei wir könnten billig einkaufen. Machen wir das mal. Geschütze können wir raus. Kaufen uns noch ein paar Lebensmittel. Und besorgen uns ein paar Mann. 28 Mann, willkommen an Bord. Der freut sich mal ordentlich. Nächstes Stück der Schatzkarte. Sehr, sehr gerne. Umgebung von, ja, noch wissen wir es nicht. Wo uns der nächste Schatz hinführt, des Kollegen, der noch übrig ist. Der ist pfeilschnell im Duell, das werden wir rausfinden. Die müssen wir jetzt eh so langsam mal sicher suchen. Ja, wenn uns jetzt immer wieder Tipps gegeben, wo wir unsere Waren loswerden, auch interessant. So, zwei Schatzgaleonen haben wir jetzt schon. Ja gut, wir haben relativ viel Waren an Bord jetzt genommen. Wenn man hier mit Baumwollsegel aufrüstet, werden die dann auch schneller auf der Karte selber? Gute Frage. Segeln wir mal davon und, beziehungsweise segeln wir nicht davon, wir... Moment, was haben wir hier? Ein spanisches Kaperschiff. Na, jetzt lassen wir uns nicht mehr ablenken. Wobei, wie ist unsere Besatzung so drauf? Vergesst es. Dem jage ich jetzt nicht hinterher. Ich schnapp mir jetzt Piraten. Spanisches Schmugglerschiff. Da können wir, wenn wir schon direkt vorbeisegeln, mal Hallo sagen. Die sind auf der Flucht. Na, lassen wir es mal. Na, nicht ablenken lassen. Piraten jagen. So. Wo könnte er sein? Auf jeden Fall müssen wir mal da runter segeln. Da noch die eine oder andere Piratenenklave. Wir haben eine Menge Leute, denen wir jetzt hinterher jagen. Mal schauen, brauchen wir vielleicht etwas detailliertere Informationen noch.
diesmal nicht zu sehen, der gute Herr. Die Frage, wohin ist er unterwegs? Nach Süden oder nach Westen? Vermutlich eher nach Süden, weil da ist fast nichts mehr da oben. Zwei Knoten, nicht gerade viel Wind. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ein nichtsnutziger Schatzdieb. Ja. Hat er zum Teil recht, aber nichtsnutzig. Ja, viel Wind haben wir da gerade nicht, aber sollte nicht stören. Der bekommt noch ein paar Hagelgeschosse ab und dann darf er mit uns kämpfen. Mal schauen, wie pfeilschnell ausschaut. Okay, alles klar. Mal nicht so schnell wie gedacht. Da stellt er gut aus, aber das war's dann vermutlich schon. Also pfeilschnell schaut für mich ein bisschen anders aus. Hat sich gedacht und da fliegt er. Gut, haben wir den auch beseitigt. Oh, und er hat 11.000 am Boot. Nicht schlecht. Nummer 4. Ein Ende gesetzt. Vielleicht direkt schauen. Wo ist die Piraten? Da, die 10 berüchtigsten Piraten. Wir sind Nummer 3 im Moment. Von dem haben wir gerade den Schatz im Visier. Dem Henry Morgan haben wir den Schatz schon abgenommen. Sehr gut. Da mal kurz vorbeischauen. Der will auch alle möglichen angreifen. Aber würde ich sagen mal nein für den Moment. So, sind wir bei 300 Mann. Mal schauen, was wir damit anstellen. Das Fernrohr, das kaufen wir uns. Wir wollen ja alle legendären Gegenstände auch haben. Okay, sehr schön. Die Nummer 5 ist am Weg. La Criche, oder wie man das auch immer ausspricht, in der Nähe der Stadt Campeche. Also direkt da unten können wir uns gleich den nächsten schnappen. Und die Tochter vom Gouverneur dort ist auch wohl eine hübsche. Ein Grund mehr, dort vorbeizuschauen. Irgendein interessanter Handel? Nein. Gut, also weiter geht's. Nächsten Piraten jagen. Richtig erfolgreich sind wir jetzt unterwegs. Mal schauen, da dürfte eh schon die Enklave sein, oder? Ist das was anderes? Ah, das ist was anderes, aber eben da ist sein Heimathafen, also anzunehmen, dass er nicht allzu weit entfernt ist. Ich glaube, er liegt ja sogar direkt vor Anker, kann das sein? Hat fast schon ausgeschaut, als würde das Spiel auf uns warten, dass wir da vorbeisegeln. So ein bisschen schlechte Bedingungen da mit dem Riff, aber werden wir schon hinbekommen. Ah, segelt ihr direkt auf uns zu. Wir sind im Rückwärtsgang. Einmal noch. Schnell gegangen. Nächsten Piraten beseitigt. Also, wird nicht vorgreifen, aber das sollte man wohl hoffentlich schaffen. Mal schauen, wie gut der drauf hat. Na, ist auch nicht der schnellste. Oh,
Gut, und dem blüht das gleiche Schicksal wie dem letzten. Abgesehen davon, dass es nicht ganz so schnell ist mit Ausstellen. Und auch nicht schlecht geplündert. Sein Schiff nehmen wir natürlich auch gerne. Und die Nummer 5 ist dahin. Autsch, und da ist was auf Riff gelaufen. So, dann besuchen wir gleich seine Enklave. Wieder ein bisschen aufstocken. Was hat der gute Herr für uns? Informationen über Nassau, schauen wir uns mal an. Luxusartikel, aber in die Richtung sind wir nicht unterwegs. Und der nächste, so wie es ausschaut, ist am Start von The Fortress aus. Ah, den, von dem wir gerade den Schatz jagen oder suchen. In der Nähe der Stadt Campeche. Ah, im Moment sind alle da in der Nähe. Dann werden wir den Ausflug auch noch wagen. Und da wird uns nochmal Nassau empfohlen. Reparieren müssen wir auch nichts. Verkaufen brauchen wir auch nichts. Der hat sowieso kein Gold. Und dann segeln wir natürlich davon. Und in dem Fall nach Norden, weil ich weiß, wir haben ein paar andere Dinge auch noch vor. Aber da die ganzen Piraten jagen, auch nicht gerade schlecht und sehr lukrativ. Besatzung zwar nicht allzu sehr zufrieden. Da müssen wir eventuell schauen. Einmal da durch. Ob wir uns noch eine Stadt schnappen in absehbarer Zeit. Was haben wir da denn alles? Ganz schwer zu lesen. Spanische Handelsgaleone. Ja, die großen Sachen interessieren mich mal eher nicht. Also, große Schiffe, wenn dann, nur wenn es Schatzgalionen sind oder Invasionsstreitkräfte, die werden wir nicht mehr davon kommen lassen. Was haben wir da? Schatzschief. Als hätten sie es gewusst. So. Na dann. Haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp, bevor wir unseren Piraten jagen. Mal schauen. Ja, da müssen wir schon noch ein Stückchen segeln. So, guten Tag. Darf ich mal Ihre Ladung begutachten? Oh, 38 Geschütze und wir fahren genau rein, natürlich. Und noch eine Ladung abbekommen. Dürfen wir nicht vergessen, wir müssen mit dem Schiff auch noch einen Piraten jagen. Also sollte man es nicht ganz ruinieren. Sprich das, was ich gerade mache. So. Ja, vielleicht können wir ihn auch irgendwo anlegen zwischendrin. Okay, so stellt er mal gut aus offensichtlich. Aber nach unten dafür nicht. Und da ist er im Wasser. Und wir kassieren, ja, immerhin wieder 1500. Nicht schlecht. Und segelt da zufällig ein Piratenkaperschiff. Ja, allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt... Das ist die Adventure Galley. Das klingt irgendwie so nach dem richtigen. Da haben wir nur eine Siedlung. Da kann man unser Schiff nicht reparieren lassen. Ja, dann werden wir es so probieren, oder? Na, wo ist er hin? Hallo, Herr Pirat. Offensichtlich nach Campeche unterwegs. Piratenangriff abgewehrt. Na, wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt anlegen dürfen noch. Ja, offensichtlich schon. Wobei der Gouverneur würde uns da nicht gerade loben für unsere Taten. Ja,
zwar ein paar Piraten zerlegt, aber auch Schatzschiffe. 12 Mann dazu. Ho, nicht gerade billig, aber ich möchte einfach alle Gegenstände haben. Deswegen kaufen wir auch das Präzisionsbarometer. Ja, man munkelt, dass die Schatzflotte versenkt wurde eher. Und da erfahren wir wieder einen Handelstipp. So, jetzt müssen wir mal einiges loswerden. Zucker, würde ich sagen, können wir mal verkaufen. Und eine Menge Lebensmittel. Luxusartikel waren... Ja, Gewürze, würde ich sagen, 13 ist auch noch okay. Einfach einen Laderaum ein bisschen entleeren. Und dafür kaufen wir noch ein paar Luxusartikel. Sind halbwegs billig. Noch Geschütze raus. Und dann schauen wir, ob das genügt, dass wir hier wieder ein Schiff verkaufen. Jetzt haben wir gleich 3 Schatzgaleonen schon im Schlepptau. Okay, dann ist wieder Pause angesagt. Die machen wir direkt. Ich hoffe, wir finden den Piraten noch. Sonst wären wir hier... Schade, wenn wir hier in dem Eck einfach... sozusagen umsonst gewesen sind, aber wird schon noch hinhauen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vielen Dank und baba.